Er ist feiern gegangen und ich hatte geträumt, dass er fremd geht, und dann ist es tatsächlich so passiert. Also schon in mein Unterbewusstsein habe ich das irgendwie verarbeitet, ohne das wirklich schwarz auf weiß zu haben. Und ich glaube, so ein halbes Jahr, bevor ich mich dann endgültig getrennt habe, wo es dann Klick gemacht hat, dass es keinen Sinn hat, für so einen Menschen überhaupt eifersüchtig zu sein und mich selber damit kaputt zu machen in der Beziehung, habe ich gesagt, nee, das belasse ich. Hallo und herzlich willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana. Heute hatte ich eine weitere Coaching-Session mit Laura Muro. Vielleicht kennst du sie aus Too Hot to Handle. Und sie war sehr nett und lieb und hat ganz viel von sich erzählt, von ihrer Geschichte mit Männern, toxische Beziehungen. Wir haben über Narzissmus in Beziehungen gesprochen, über Selbstwert, über das innere Kind, was man tun kann, wie man daran arbeiten kann, über verschiedene Anteile, die man hat, vielleicht gesundere Anteile, die eher eine erfüllte Beziehung haben möchten und andere, die vielleicht das eher selbstdestruktiv sind. Ja, es war sehr spannend und ich bin mir sicher, dass du etwas auch aus diesem Coaching-Session mitnehmen kannst. Und wenn du keine weiteren Videos von uns verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne unseren Kanal und like das Video, wenn es dir gefällt. Es hilft des Algorithmus und auch uns, für dich weiterhin kostenlose Videos zu produzieren. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie kann man das auch verändern? Was kann man tun, um wirklich an sich selbst zu arbeiten, an Themen aus dem Unbewusstsein ins Bewusstsein zu holen, damit man sie auch verarbeiten kann? Und das ist genau, was wir beim Commit to Love machen, auf unserem Retreat, 4 Tage im September in der Nähe von Berlin, mit Menschen, die auch auf dem Weg sind, die auch an sich selbst arbeiten wollen, sie heilen wollen, ihre Beziehungsdynamiken heilen wollen, ihr inneres Kind. Wir nutzen verschiedene Elemente wie Gruppenpsychotherapie, Arbeit mit veränderten Bewusstzuständen durch Klänge, mit systemischer Therapie, teilweise Aufstellungen, innere Kindreisen, und es ist mega, mega spannend und es ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir das dieses Jahr und überhaupt noch in diesem Kontext so machen. Und ja, wenn du möchtest, kannst hier in der Beschreibung nochmal den Link sehen, wo alle Infos zum Commit to Love im September in der Nähe von Berlin stehen. Ansonsten haben wir auch unsere Omana Circle, wo du auch ganz viele Workshops von uns bekommen kannst. Auch der nächste hier. Dann, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video und mit der Sitzung. Ja, hi Laura, schön, dass du hier bist. Freue mich, das Gespräch mit dir, die Sitzung. Freue mich auch hier zu sein. Schön, ja. Also, was bringt dich hierher? Gibt es ein Thema, worauf du heute gerne fokussieren möchtest für diese heutige Sitzung? Ja, und zwar das Thema Beziehung, Beziehungsunfähigkeit. Wie erkennt man, ob der Partner ein Narzissten ist? Wie kann man Wunden heilen, wenn man betrogen worden ist? Oder ob man das halt irgendwie unbewusst mitnimmt in die nächsten Beziehungen, und woraus erkennt man das? Ja, sehr wichtige Fragen. Magst du ein bisschen erzählen aus deiner Erfahrung, wie warum sind diese Themen für dich so wichtig? Also ich hatte, wo ich relativ jung war, mit 16 bis 21, ich würde das eher einordnen als eine Jugendbeziehung. Ne? Ich glaube, da macht man andere Fehler, als was man als Erwachsene machen sollte. Naja, es gibt ja genug Leute, die trotzdem weitermachen. Aber ich hatte halt einen Partner gehabt, der mich damals mehrmals betrogen hat während der Beziehung. Und quasi, während wir zwar nicht zusammen waren, aber zusammen gewohnt hatten, hat er, während wir zu Hause waren, so getan, als wäre alles in Ordnung, als hätte man immer noch diese Beziehung, quasi mir die Hoffnungen gegeben, ist aber dann zu einem anderen Mädchen gegangen, mit der er eigentlich was anfangen wollte, bis er gemerkt hat, okay, ich entferne mich, ich lerne jemanden kennen. Und er hat mich dafür fertig gemacht, dass ich einen anderen Jungen geküsst hatte damals, obwohl er natürlich intim war mit dieses Mädel.
Und mir aber auch gleichzeitig. Und da wollte sich dann wieder für die Beziehung entscheiden. Ich habe es, glaube ich, damals noch 1 oder 2 Monate probiert und dann habe ich gesagt, okay, das bringt nichts mehr. Aber ich habe in der Zeit, also wir waren ja 5 Jahre zusammen und er hat, so viel ich weiß, schon um die 5, 6 Mal betrogen, was ich im Nachhinein halt erfahren habe. Und eine der Mädels war seine beste Freundin, mit dem er was hatte vor ungefähr meinem 18. Geburtstag. Und ich habe das dann quasi zu meinem Geburtstag erfahren. Und am nächsten Tag ist ja Valentinstag, ich habe am 13. Februar Geburtstag. Und da ist er auch bei mir in der Welt komplett zusammengebrochen. Ich war nie ein eifersüchtiger Mensch an sich als junger Mensch. Und er hat dann Dinge gemacht irgendwann mal, um mich eifersüchtig zu machen, weil er dachte, das ist, wie man Liebe zeigt. Also daher, dass ich nicht gezeigt habe, dass ich eifersüchtig bin und akzeptiert habe, wenn er gesagt hat, okay, ich gehe jetzt mit einer Freundin ins Kino, hat er dann Dinge provoziert, um das hervorzuheben oder zu wecken oder was auch immer. Und dann hatte ich eine Phase, wo ich sehr, sehr eifersüchtig war, wo ich angefangen habe, halt Dinge herauszufinden. Und du merkst ja natürlich an dem Partner, wir haben zwar zusammen gewohnt, aber der entfernt sich ja. Du merkst ja als Mensch, okay, dieser Mensch entfernt sich. Ich bin nicht mehr so interessant irgendwie oder so wichtig. Da muss ja irgendwas sein. Und so habe ich dann irgendwelche Sachen rausgefunden. Manche Sachen habe ich ja am Ende der Beziehung rausgefunden, weil ich ihn also quasi gefragt habe, direkt gesagt habe, okay, wir sind jetzt nicht mehr zusammen, bitte sei ehrlich und ne? Und da hat er ein paar Sachen halt zugegeben, aber ich glaube, wenn man so jung ist und sowas erlebt, dann bricht es einen sehr. Und nach der Beziehung, gut, ich war jung, hatte eine andere Beziehung in London, die habe ich dann aber nicht weiter ausgeführt, weil ich das Gefühl hatte, ich komme schon von so einer gebrochenen Beziehung und ich muss mich erstmal austoben oder ausleben und mich kennenlernen, bevor ich mich in etwas wieder reinstürze, was nicht mal in Berlin ist, sondern woanders. Und der Partner war auch viel weiter. Der war, glaube ich, damals 28, ich war 22 oder so. Und der war schon woanders im Gedanken mit Familie, Kinder. Und da war ich noch gar nicht da. Und deswegen hatte ich mich dann dagegen entschieden. Aber seitdem, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich dieses Nichtvertrauen immer mitnehme oder Partner kennenlerne, die bestimmte Verhaltensweise haben, die mich halt so triggern oder die mich daran erinnern und es dann irgendwie scheitert. Ja, es Ich weiß klingt. nicht, ob du verstehst, wie ich das meine. Ja, voll. Es klingt wie ein starkes Vertrauensbruch, was du als Jugendliche erlebt hast. Wie lange wart ihr zusammen, also mit dieser ersten Beziehung? 5 Jahre. 5 Jahre. Ja. Und wann hast du herausgefunden, dass er eigentlich schon fremdgegangen ist? Tatsächlich, nach ein halbes Jahr, wo wir zusammen waren, da lief aber zwischen uns nichts Intimes, hat er mich irgendwie schon betrogen gehabt. Aber ich weiß ja nicht, wann ich das rausgefunden habe, ob ich nach diesem halbes Jahr mir das gesagt hatte oder halt am Ende. Aber eigentlich so relativ am Ende. Also ich hatte immer das Gefühl, da ist was, aber ich hatte nie schwarz auf weiß, da ist was. Also ich habe tatsächlich dann, ich weiß nicht, erst feiern gegangen und ich hatte geträumt, dass er fremd geht und dann ist es tatsächlich so passiert. Also schon in mein Unterbewusstsein habe ich das irgendwie verarbeitet, ohne das wirklich schwarz auf weiß zu haben. Und ich glaube, so ein halbes Jahr, bevor ich mich dann endgültig getrennt habe, wo es dann Klick gemacht hat, dass es keinen Sinn hat, für so einen Menschen überhaupt eifersüchtig zu sein oder eifersüchtig zu sein und mich selber damit kaputt zu machen in der Beziehung, habe ich gesagt, nee, das belasse ich. Ja, und ich finde es schön, dass du merkst, dass eigentlich, wie du sagst, in deinem Unbewusstsein, in deinem Bauchgefühl, eigentlich wusstest du schon, hey, etwas hier stimmt nicht, etwas hier ist nicht in Ordnung.
Und was ich mich frage, und wirklich, also ich hoffe, dass du mich gar nicht da so falsch verstehst oder wir kennen uns nicht so gut und trotzdem, ich bin ein Fan von einfach Direktheit. Ich finde einfach, das kann einfach hilfreich sein. Und ich frage mich, warst du in der Beziehung glücklich mit ihm? Doch eigentlich am Anfang schon. Also ich habe ja diesen Menschen geliebt. Also ich bin so ein Mensch, ich verliebe mich nicht so schnell. Ich brauche relativ lange, weil ich habe ihn damals durch Freunde kennengelernt. Und ich habe das irgendwie nicht so ernst genommen. Und dann habe ich irgendwie jeden Tag, damals hat man noch telefoniert, da gab es noch kein WhatsApp und keine Handys. Und wir haben irgendwie jeden Tag telefoniert und irgendwann mal ist es dazu gekommen, dass man sich öfters getroffen hat und irgendwann mal habe ich mich in den Menschen verliebt. Also er wäre vom Äußerlichen nicht den Partner, den ich jetzt ausgewählt hätte, wenn ich den nicht gekannt hätte. Und ich habe mich halt in den Menschen im Endeffekt verliebt und ich bin halt so ein Mensch, ich würde mich nicht naiv bezeichnen, aber ich sehe immer das Gute an den Menschen und ich bin auch sehr vergesslich. Bedeutet, ich behalte nicht lange Wut gegenüber jemandem, mir mein Gegenüber. Und wenn die Person, auf Deutsch gesagt, Scheiße baut, dann nach 3 Tagen denke ich mir so, ja, naja, wieso war ich überhaupt sauer? So, ne? Und dann hat er sich halt viele Sachen geleistet und ich habe die teilweise dann nicht also mitbekommen, weil er mich dann angelogen hat und ich hatte schon vergessen, was er vielleicht 3 Tage davor gemacht hatte oder mir gesagt hatte, weil ich daran geglaubt habe, dass es ein guter Mensch ist. Also Das ich war heißt, ja jahrelang glücklich in der Beziehung, das schon. Und das heißt, während der Beziehung wusstest du, dass er dich eigentlich anlügt? Nee. Wusstest du nicht. Nee. Aber irgendwann wusstest du, du hast das Gefühl, etwas eigentlich Nicht stimmt, hier ja. stimmt nicht oder etwas hier fühlt sich komisch an. Und ich Ja. frage mich, was hast du mit diesem Impuls getan? Hast du es ausgesprochen? Naja, ich hatte ihn darauf angesprochen. Ich meinte so zu ihm so, irgendwie habe ich da ein komisches Gefühl, aber der war ein sehr guter Lügner. Der hat es halt immer wieder bestritten und irgendwann mal kam es dann schon so weit, dass er für irgendwie 2, 3 Tage lang, weil wir uns dann gestritten haben, weil ich ihm natürlich das vorgeworfen habe und wir haben uns so doll gestritten, dass er dann 3 Tage nicht zu Hause war, ich ihn nicht erreichen konnte und dann dachte ich mir, naja, wo soll der denn sonst sein? Und seine Freunde haben mich damals auch angelogen, die meinten, ja, der ist hier, der schläft gerade und ich wusste aber, dass es halt natürlich nicht stimmte, ne? Ja, und danke dir, dass du dich auch so öffnest, Laura. Und das ist genau dieser Punkt, was ich meine, weil ich glaube, dass damals eigentlich du hast gespürt, in dir etwas stimmt hier nicht. Und auf eine Art, was in meiner Fantasie, was vielleicht passiert ist, ist, dass du hast mehr diese äußere Stimme, diese andere Menschen geglaubt, aber dir selbst auf eine Art nicht geglaubst, deine innere Stimme, die eigentlich ich gesagt hat, hey, etwas passt hier nicht. Was glaubst du? Meine Frage wäre dazu, wie sicher kann man denn sein, dass die Stimme, die man innerlich hat, dir das Richtige sagt? Ja, und das ist eine sehr gute Frage, weil manche Menschen, die eher verlustängstlich sind, haben diese Tendenz, zu kontrollieren zu sein und wirklich auch festzuhalten und teilweise sogar zu bleiben in Beziehungen, auch wenn sie nicht gut sind, wenn sie eigentlich nicht so nährend sind, weil sie entweder sie möchte nicht alleine sein oder unbewusst, vielleicht kennen Sie so eine Art von Beziehung, wo Ihre Bedürfnisse nicht ganz erfüllt sind. Und unbewusst, vielleicht denken Sie, aha, das ist eigentlich Liebe, das ist, was ich verdient habe. Ja, das trifft es gut auf den Punkt. Ich glaube, das kommt daran, also meine Eltern, wo ich klein war, waren nie wirklich zu Hause. Also die kamen immer erst abends und dann, wo ich mit denen Zeit verbringen wollte, waren sie halt, musste ich halt natürlich schlafen.
Und ich wurde immer halt entweder in der Kita, in der Schule oder bei Freunden halt abgesetzt, bis die halt zu Hause waren. Und meine Mutter sagt selber, es kann daran liegen zum Teil, dass meine Eltern nicht da waren, wo ich klein war, dass ich so ein bisschen dieses vielleicht Verlustängste habe, könnte sein, weil meine Mutter dann geblieben ist oder bei uns dann war, wo mein zweiter Bruder geboren ist. Aber dann hatte sie natürlich keine Zeit für mich, sondern für meinen Bruder. Ich habe damals meinen Bruder dafür gehasst und war super eifersüchtig als Kind, natürlich, ne? Aber ich war sehr, im Gegensatz zu meiner Geschwister, sehr unabhängig. Also ich bin schon immer sehr viel verreist. Ich bin sehr viel immer alleine unterwegs gewesen. Ich habe ja noch drei Geschwister und die waren immer, gut, die sind auch nah aneinander, hintereinander geboren und wo die klein waren, die haben zusammen gespielt oder Sachen zusammen gemacht und ich war immer halt so, ich habe mein Ding gemacht, ich bin schon auch mit 18 ausgezogen, so dieses raus und frei sein und halt unabhängig sein. Deswegen finde ich das ein bisschen interessant, dieses mit Verlustängste, aber gleichzeitig war ich schon immer sehr unabhängig. Also ich war schon auch, wo ich keine Beziehung hatte und alleine war, relativ glücklich. Also ich mag es auch nicht, wenn man meinen Space so wegnimmt. Also ich brauche manchmal so ein bisschen meinen Platz so. Ja, diese Unabhängigkeit. Genau. Interessant. Und mir fällt es Ja. irgendwie mittlerweile so ein bisschen, ich glaube, desto älter man wird, desto schwieriger wird es, weil man natürlich befestigter ist in was man irgendwie erwartet oder was man will oder was man natürlich nicht will. Und mir fällt es manchmal extrem schwer, mich dann auf die Bedürfnisse meines Partners einzulassen, weil ich natürlich meine darüber stelle und mir sage so, ja, okay, ihnen gefällt das nicht, aber juckt mich nicht, weil ich möchte das halt so. Also ich rede jetzt nicht von was Extremes. Beispiel, keine Ahnung, ich fliege lieber mit meiner Freundin in den Urlaub und mein Freund wäre dann nicht so happy, weil er sich denken würde, ich will aber auch öfters mit ihr fliegen und ich dann sage, ja, aber ich habe mehr Spaß mit meinen Mädels so. Ja, und was du jetzt beschreibst, das klingt für mich ein bisschen mehr Richtung von Bindungsangst. Also eher diese, ich brauche Zeit für mich, ich möchte mich nicht abhängig machen, vielleicht nicht so in die Tiefe gehen, vielleicht nicht direkt so Zukunftspläne oder ich brauche meinen Space. Und Ja. manchmal, das kann sein, dass es ein bisschen variiert zwischen dieser entweder Bindungsangst und dieser Verlustangst. Bei beiden eigentlich, es geht dahinter, ist diese Angst vor dem Schmerz. Und ich kann mir vorstellen, dass als Kind für dich allein gelassen zu werden, trotzdem eine Wunde in dir hinterlassen hat. Von vielleicht bin ich es nicht wert, unbewusst, dass meine Eltern da bleiben. Ich glaube, dieses nicht wertvoll fühlen kommt auch durch meine Kindheit. Ich hatte als Kind Epilepsie gehabt und hatte Medikamente genommen. Die haben ganz viel Cortison und dadurch war ich natürlich kräftiger als Kind und wurde in der Schule halt also in den Kindergarten nicht, aber dann ab der 1. Klasse, 2. Klasse gemobbt. Also ich hatte damals eine Schulfreundin oder eine Kindergartenfreundin gehabt, die sich dann für eine andere Freundin anstatt für mich entschieden hat, weil die andere gemeint hätte, ich wäre so fett und was soll sie mit mir machen. Und dann wurde ich quasi mit noch einem Mädel, wir sind dann danach beste Freundin geworden, wir waren immer alleine in der Schule, immer halt von der ganzen Klasse gemobbt. Und ich glaube, dieses nicht wert zu sein, natürlich wahrscheinlich ja auch dieses, okay, die Eltern sind nicht da, wobei ich meine Eltern jetzt nicht böse bin dafür, weil natürlich als Erwachsene verstehst du, deine Eltern müssen ja auch irgendwie Kohle machen, um sich die schönen Dinge zu leisten und manchmal als Elternteil, wenn du dein erstes Kind hast, weißt du es nicht besser und in dem Moment bist du halt am Arbeiten und kannst nicht so schnell switchen und dann merkst du es halt, wenn es manchmal zu spät ist.
Meine Mutter wirft sich das leider bis heute vor und das tut mir auch total leid. Ich habe irgendwann mal gesagt, ja, es ist it is what it is, ne? Kann man ja nicht ändern. Man weiß es. Ich weiß es dann für mich selber, für wenn ich dann Kinder habe, was ich zu tun habe. Aber ich glaube, dieses Nichtwertsein kommt eher von meiner Kindheit, von der Schulzeit. Es kann auf jeden Fall sein. Und manchmal ist es kann auch eine Mischung sein. Und es kann auch sein, dass auf eine Art, das ist auch ein bisschen schwierig mit dem Thema Eltern, weil auf eine Art, ich kenne das auch oft von Klienten, dass man liebt seine oder ihre Eltern und ist auch sehr dankbar. Hm. Und wir haben auch diese Tendenz, auch Loyalität mit unseren Eltern zu haben. Und ich kenne es auch von mir oder von Klienten, diese, ja, ich kann meine Eltern verstehen. Und das Ding ist, es ist auch wichtig auf eine Art, aber diese Verstehen von den Eltern eigentlich kommt aus dem Erwachsenen. Der Erwachsene kann sie verstehen. Und für das Kind, es ist trotzdem scheiße. Weil das Kind will, dass seine Eltern bei ihm sind. Und das Kind oft, also Kinder einfach interpretieren die Welt egoistisch auf eine Art und glauben, ah, wenn meine Eltern nicht da sind, wahrscheinlich liegt das an mir. Also auch oft, wenn Eltern sich trennen, dann die Kinder geben sie selbst die Schuld. Also auch wenn es macht, es ist wirklich, hat mit dem Kind sehr wenig zu tun, aber Kinder bekommen dadurch ein Gefühl von Kontrolle oder Gefühl, wegen mir ist das so. Aber dann, was passiert? Kann dann quasi vielleicht, ich bin nicht gut genug, dass sie bei mir sind auf eine Art. Also dann vielleicht unbewusst bleibt so ein Glaubenssatz dann drin. Na, stimmt. Und vielleicht deswegen das, was in der Schule passiert, konnte vielleicht auch darauf quasi aufbauen. Also, und wie gesagt, ich kenne das auch von mir mit meiner Mutter, die früh zur Arbeit gegangen ist und dann wurde ich von einem Mädel gemobbt und einfach damit du weißt, ich weiß, also ich kenne das auch. Und ich finde es einfach wichtig, auch zu diesem kindlichen Gefühl zu stellen, zu sagen, ja, da ist auch vielleicht Wut auf meine Eltern. Ich kann meine Eltern lieben und gleichzeitig auch wütend auf sie sein oder Vorwürfe. Aber für mich selbst, einfach für, weil dann ich denke, hey, nein, ich bin es wert, dass meine Eltern bei mir gewesen hätten sollen. Also quasi die selbst auch diese Gefühl von wertvoll sein zu geben. Weißt du, was ich meine mit dem, aus dem, es gibt diese kindliche Ebene, also die Wut darf da sein und der Erwachsene versteht, dass es, aber das Kind darf, das Kind soll diese Gefühle spüren und sagen, nein, hey, ich bin es wertvoll. Warum seid ihr nicht hier für mich? Ich bin ein Geschenk. Weil sonst vielleicht unbewusst kommt so, ach, ich bin eine Last. Und dann in Beziehungen, man traut sich vielleicht nicht so ganz mit den Bedürfnissen zu äußern, weil man möchte keine Last von dem Partner sein. Na gut, da bin ich sehr, eigentlich ein offenes Buch. Also wenn mir was nicht passt, dann bleib ich nicht ruhig. Also ich teile das schon irgendwie mit. Also ich bin schon sehr offen, was das angeht. Ich glaube, das kommt auch von meiner Mutter, weil die auch immer sehr offen ist. Oder ja ist. Ich habe ja mit ihr ziemlich viel geteilt. Also ich habe eine sehr enge Beziehung zu ihr. Ich glaube, mein Vater ist eher derjenige, der ein bisschen Probleme hat, sich damit zu teilen, gefühlsmäßig. Ja. Aber sonst, wie kann man denn diese Wunden denn eigentlich behandeln im Endeffekt? Also, weil ich verstehe die Ebene des Kindes, dass man sagt, okay, das Kind kann wütend sein und so, aber daher, dass es schon so lange her ist, fällt es mir schwer zu sagen, okay, jetzt bin ich wütend. Ja. Und kurze Frage, bevor ich dazu komme. Wie ist das bei deinem alten Partner gewesen? Weil auf jeden Fall bei dem einen klingt das so, dass, also bist du heute in einer Partnerschaft?
Nee, gerade nicht, Erstmal? ne. Vor nicht Okay. vor kurzem eigentlich getrennt. Und wer hat sich getrennt? Ich tatsächlich. Du hast dich getrennt. Ja, und ich frage mich auch, inwieweit diese alte Geschichte mit 16 damals auch wirklich vielleicht auch in dir diese Vertrauensbruch vielleicht dazu geführt hat, hey, damals würde ich so betrogen, nie nochmal, so verletzlich zeige ich mich nicht und so mich einzulassen wie damals, das ist zu gefährlich, das ist zu schmerzhaft, das mache ich nicht mehr. Ist offene Frage. Naja, die Sache ist, ich wurde schon oft das wieder verletzt. Also nach der Beziehung kam halt andere Beziehung und meine Frage dazu, oder was ich mich allgemein frage, ist, wenn man schon so eine Verletzung mitnimmt und das Gefühl hat, nicht wertvoll zu sein, habe ich manchmal so das Gefühl, dass man bestimmte Art von Menschen attracted, die einen wieder irgendwie enttäuschen oder so ähnliche Verhaltensmuster haben. Weil ich hatte zum Beispiel kurz jemanden gehabt, wir haben uns irgendwie über ein halbes Jahr kennengelernt und er hatte mit sich selbst irgendwie zu kämpfen in dem Moment und hatte, glaube ich, auch so stark zugenommen, hat sich mit seinem Gewicht nicht wohlgefühlt. Und ich arbeite mittlerweile als Model, als Curvy Model. Ich habe sowieso hatte lange ein gestörtes Verhalten zum Essen, zum Abnehmen, zum Zunehmen durch das ganze Modeln. Irgendwie bin ich da reingerutscht und ich glaube, es war auch damals, um den Leuten zu zeigen, ja, schaut mal, was aus mir geworden ist. Ihr habt mich gehänselt, ich bin jetzt ein Model, so, ne? So als Beweis, ich bin es wert, also, oder ich bin wertvoll, obwohl das eigentlich Quatsch ist, weil, naja. Anyways, durch dieses Up und Down mit dem Essen, ich würde nicht sagen, dass ich bis heute sage, okay, ich glaube, jeder Mensch hat so ein Wohlfühlgewicht oder Aussehen oder eine Vorstellung, was für einen selber schön ist. Und ich struggle damit nicht so wie früher, aber ich weiß nicht, ich weiß dann selber, wenn ich sage, okay, mit meinem Körper bin ich jetzt gerade nicht zufrieden, dann gehe ich halt zum Sport und arbeite dran und mache das jetzt nicht mit dem Essen oder so. Aber ich habe ja trotzdem gemodelt und dieser Mensch hat ja gesehen, okay, ich habe die Power, ich habe mit meinem Körper kein Problem, ich stehe dazu. Und irgendwie hat es dann ihn verunsichert und er war gut im Business, was das Business angeht, und hat versucht, mit dieser Business-Geschichte mich quasi da klein zu machen, zu sagen, ja, du solltest das so und so machen oder du solltest 100 Kunden anrufen am Tag und du solltest dich so aufbauen und so aufbauen, dass es irgendwann mal toxisch wurde, weil ich mir dachte, ich bin mit dir, weil ich dich als Menschen kennenlernen will. Nicht, dass du mir erzählst jeden Tag, was ich zu tun habe für mein Business oder nicht. Vielleicht will ich das gar nicht. Vielleicht will ich einfach nur einen Partner haben, einen ganz normalen Job und Kinder und zu Hause rumhocken. So. Und muss nicht selber jetzt ein Business aufbauen. Weil, Ja. wenn du ein Business aufbaust, kannst du auch nicht parallel Kinder haben. Also beide ist es ein bisschen schwierig. Und da hatte ich auch wieder ein Beispiel von so ein bisschen eine toxische Geschichte. Im Endeffekt habe ich mich da schnell gelöst und habe das auch schnell gemerkt. Aber ich hatte das Gefühl, wenn ich dann mal einen tollen Partner hatte oder jemand, der relativ toll war, war das dann zu langweilig oder zu lieb. Ja, und das ist eine sehr gute Frage. Und ist auch die Frage, inwieweit das unbewusst auch mit dem Selbstwert zusammenhängt. Inwieweit bin ich es auch wert, eine glückliche, erfüllte Beziehung zu haben? Und es heißt nicht, dass die Beziehung langweilig sein muss. Und gleichzeitig kann ich auch wirklich eine Beziehung haben, wo die Beziehung auf Augenhöhe ist, wo wir uns gegenseitig akzeptieren, wo ich das Gefühl habe, der andere Person ist auch
emotional verfügbar und wirklich mich meint. Und du hast davor ganz viel über Thema von auch Selbstakzeptanz und ich zeige euch und auf Hebräisch das Wort für glücklich ist das gleiche Wort wie akzeptiert oder bestätigt. Und ich finde schon, dass viele Menschen verbinden Glück, also quasi bin ich glücklich, wenn Menschen mich akzeptieren und sagen, gib mir das Gefühl, du bist so gut, so wie du bist. Ja. Allerdings, solange man das immer im Außen sucht, das ist mehr Richtung diese narzisstische. Weil diese narzisstische, eigentlich hinter Narzissmus, ist eigentlich immer, es ist wie so, es gibt eigentlich ein niedriges Selbstwertgefühl und man entwickelt ein Gegenpol davon. Ich bin der Schlimmste, ich bin der Kleinste, ich bin der Größte, ich bin der Beste. Ja. Wie so ein Schein-Selbstwertgefühl. Aber dahinter eigentlich so ein sehr vermindertes Selbstwertgefühl. Und deswegen ganz wichtig ist zu lernen, unabhängig vom Außen, sich selbst zu akzeptieren. Sagen, ja, ich bin nicht perfekt und es reicht. Egal, was ich wiege. Ich bin gut, so wie ich bin. Und ich weiß, es ist so schwierig, ist heutzutage mit Social Media, vom Außen und Bestätigung. Und gleichzeitig, es ist auch eine Herausforderung. Aber sagen, ja, was die anderen Menschen von mich halten, das ist ihr Problem. Wichtig ist, weil wenn man sich selbst wirklich akzeptiert, dann kommt man, das ist der einzige Ausweg aus diesem Narzissmus. Also ich glaube, mich hat nicht mehr so interessiert, was andere Leute also vom Äußerlichkeiten ist mir mittlerweile Schnuppe, also was andere Leute sagen oder wenn die, klar, es ist natürlich verletzend, wenn jemand, der zu einem kommt und sagt, ja, du bist fett. Es ist auch verletzend, wenn jemand, der sagt, du bist dumm oder was auch immer, so, ne? Also das wird immer verletzend sein, egal ob es dir egal ist, was andere denken. Also mir ist es mittlerweile nicht so wichtig, was die Leute da von mir denken oder nicht denken, sondern mir ist es mittlerweile wichtig, okay, wie fühle ich mich damit? Bin ich damit glücklich mit der Situation oder nicht? Will ich das so beibehalten? Sagen wir mal so jetzt bezogen aufs Gewicht. Will ich so viel wiegen und ich fühle mich nicht gut oder gehe ich jetzt und trete mich am Hintern und gehe zum Sport und trainiere wirklich und mache was daraus? Weil im Endeffekt liegt es an mir und nicht an den äußerlichen Leuten, dass ich mich ja wohlfühle. Ich muss mich mit mir selbst beschäftigen und mich damit wohlfühlen, was ich für mich tue oder nicht tue. Ne? Dann kommt es darauf an, wie voll man ist oder nicht, ins Gym zu gehen. Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich nicht so diese Sphäre von Bestätigung von außen, sondern mehr eigentlich bezogen darauf, dass ich mich in oft das nicht wertvoll fühle, weil ich mir denke, okay, mein Aussehen ist so nicht so oder ich habe beruflich nicht das oder das geschafft, was ich gerne hätte. Oder ich glaube, bei vielen Frauen ist es so, dass man sich, weiß ich nicht, wenn ich bin jetzt beruflich in einem Umdings, dass ich gerade einen neuen Job suche zum Beispiel. Und ich habe oft das Gefühl, so, obwohl ich extrem vieles gemacht habe, also es gibt ja Leute, die nicht mal Social Media verstehen oder wissen, wie man mit dem Telefon umgeht. Und man musste eigentlich auf die kleinsten Dinge gucken, was man schon eigentlich geschafft hat oder kann, anstatt auf das Große und Ganze. Und jetzt schon bei Bewerbungsschreiben oder Bewerbungen oder Beschreibungen, wenn du deine Stelle suchst, dass du sagst, oh Gott, das kann ich bestimmt alles nicht. Ich kann nicht genug, gut genug dafür so zu sein, so, ne? Und ich glaube, das schleppt sich oft in vielen Bereichen, nicht nur ums Äußerliche. Und ich weiß nicht, ob man das übertragen auf eine Beziehung, sich dann mit dem Minimum zufrieden gibt, weil man denkt so, ja, okay. Und man kennt, also
Ich kenne bis dato nicht wirklich eine Beziehung, wo ich sagen kann, wow, das ist eine gesunde Beziehung. Dieser Mensch war auf Augenebene oder auf Augenhöhe und so muss eine Beziehung sein. Ich kenne das von Hören, ich kenne das durch Freunde, weil ich das dann mitbekomme, aber selber hatte ich das noch gar nicht. Also, ich kann dir mal kurz ein bisschen erzählen, so jetzt meine letzte Beziehung, wo ich mich getrennt habe, um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Mit der Person waren wir auch relativ lange zusammen, aber es war auch nicht eine Person, die ich mich bewusst dafür entschieden, also ich habe die nicht ausgesucht, so ich, es war wie bei meinem ersten Freund nicht ein Mensch, wo ich gesagt habe, wow, also jetzt bezogen auf das Äußerliche, ne? Du kennst ja einen Menschen nur von außen erstmal. Und ich hatte eigentlich in dem Moment gar kein Interesse. Ich war Single, ich war irgendwie, habe mein Ding gemacht und ich war eigentlich relativ happy. Und er hat irgendwie nicht losgelassen und hat versucht und versucht und versucht. Und eine Freundin von mir, da meinte schon zu mir damals, ich weiß es nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Mensch vielleicht ehrlich ist in bestimmten Bereichen. Was natürlich sich danach herausgestellt hat, dass es auch so war, dass es in bestimmten Bereichen er mir nicht die Wahrheit gesagt hat. Aber aus dem Grund, dass ich glaube, dass er als Menschen auch sehr unsicher ist und manchmal sagen Menschen Dinge, um sich zu profilieren oder sich zu zeigen, damit die mit dir zusammen sein können, weil sie denken, du bist eigentlich zu gut genug für die. Und ja, irgendwann mal hat der Mensch so oft versucht, dass ich gesagt habe, ja, okay, wenn er schon so hinterher ist und sich so bemüht, dann gebe ich dem Ganzen halt eine Chance, weil wer weiß, vielleicht ist es doch der Richtige. Und ich bin in die Beziehung eingegangen, aber immer mit so einem, auch wieder so ein Gefühl. Ich weiß es nicht, ob das das Richtige ist. So, ich fange die Beziehung und ich führe die Beziehung, aber irgendwie bin ich nicht so, dass ich sage, boah, ich würde jetzt mein Leben oder mich selbst aufgeben für diese Person. Sollte man sowieso nicht machen, aber damit gemeint, dass ich gesagt habe, okay, ich bin dann nach Istanbul gegangen, habe da gemodelt und es war mir egal, was mein Partner darüber denkt. So, ich habe das für mich gemacht. In dem Moment, klar, es gab auch Corona und arbeitstechnisch war das jetzt gerade nicht so der beste Zeitpunkt. Aber normalerweise, wenn man einen Partner halt so krass liebt, was das nicht, also das gab es nicht so doll am Anfang, dann geht man mit der Beziehung ganz anders um. Aber ich habe dann auch in der Anfangsphase auch mitbekommen, durch Leute, die ich kannte, dass er also mit Leuten, die ich kannte, geschrieben hatte und Interesse irgendwie gezeigt hatte. Und wir beide waren nicht so wirklich drinne. Also ich habe mich jetzt nicht umgeguckt, aber ich habe mich auch nicht so drauf eingelassen, weil ich dachte, naja, okay, wenn ich jetzt erfahre, dass du dich irgendwie umguckst, so, dann parallel, dann weiß ich nicht. Aber irgendwann mal wurde es irgendwie ernster und irgendwann mal wart man da drin und ich glaube, das lag auch daran, dass es Corona-Zeit war. Man konnte es sonst niemanden, man hatte sonst irgendwie nicht dieses soziale Kontakt und dann ist man, ich glaube, viele sind da in Beziehungen geraten, die vielleicht niemand, also man sonst nicht eingegangen wäre. Und wir haben seit Anfang an ziemlich viel gestritten. Die Kommunikation war nie gut auch. Also davon abgesehen, dass er eigentlich Französisch spricht und sein Deutsch nicht so, also es ist gut, aber manchmal kann man sich in der eigenen Sprache ganz anders ausdrücken als in der Fremdsprache. Und da hat man schon Kommunikationsprobleme. Und ich habe eine Mama für mich gemerkt, jetzt nach einer Weile tatsächlich, dass dieser Mensch zwar sehr committed ist, also er ist so eine Person, der hat so seinen Plan, der will Familie und Kinder und der macht halt viel, um irgendwie das alles zu schaffen. Also, der ist jetzt nicht, der zu Hause bleibt, in der Couch chillt und nichts tut, sondern er tut schon viel. Er hat mir auch mit vielen Dingen geholfen, so wie ich auch ihm geholfen habe. Meine Mama habe ich mich wirklich dann verliebt und wo ich mich wirklich darauf einlassen wollte, auf den Menschen und gesagt habe, okay, das muss jetzt funktionieren, so von beiden Seiten und irgendwie
mich dazu gegeben habe, wurde ich halt wieder verletzt, weil da Sachen rausgekommen sind, dass dadurch, dass es immer so unsicher war und ich oft auch versucht habe, diese Beziehung zu beenden, er natürlich die Bestätigung woanders halt gesucht hat, anstatt irgendwie zu gehen. Und ja, es ist wie ein Hamsterrad. So, wir haben uns die ganze Zeit irgendwie im Kreis gedreht, nicht nach vorne, nicht zurück. Und irgendwie kommen da wieder diese Verletzungen, so ähnlich wie halt davor. Dann irgendwie trotzdem mein Partner, der das dann erkennt, wo ich ihm das gesagt habe, aber ich nicht so wusste, oft in Momenten hat diese Person so auch narzisstische Züge oder nicht, von der Art und Weise, mich halt zu approachen. So, wenn ich gehen will, dann ist es so sehr viel Lovebombing. Und wenn ich aber da bin, werde ich irgendwie nicht so appreciated. Und Ich glaube auf jeden Fall, wie Laura, wie Red Flags, die da waren. ja, es gibt einen guten Meme oder Reel dazu, wo ganz Also zu viele Thema Red Mädchen Flags oder. rumtanzen mit so roten Flaggen. Ja, ich weiß nicht, das ist ja Ja, wieder und das dieser Ding ist einfach. Punkt, wo ich halt versuche, immer das Gute in den Menschen zu sehen. Und dann wird mir wieder irgendwelche Sachen halt erzählt, die ich dann wieder glaube, wo ich denke, ja, okay, aber dann im Endeffekt erfahre, okay, das stimmt dann nicht so ganz. Aber der Mensch schafft immer wieder, also ich habe mich trennen wollen und der Mensch hat immer wieder geschafft, also der hat quasi mich dann eingeredet, ich sei das Problem, weil ich mich immer trennen will und weil ich mein Shit nicht together habe, so in dem Sinne. Und dass ich dann irgendwie das an der Beziehung rauslasse, so. Und ich habe ja, wie gesagt, gemerkt, dass er oft, wo wir uns gestritten haben oder Streitpunkte da waren, ich da wie eine Mauer war. Ich habe mit der Person geredet, aber der war emotionally nicht reif oder nicht available. Ja, genau, und das ist auch ein Red Flag und diese Gaslighting, also nein, es liegt an dir oder du siehst das falsch oder das sind auch eher typische Verhaltensweisen von Narzissmus. Und die Frage ist vielleicht, was in mir, weil ich habe auch von dir früher gehört, sonst ist es zu langweilig. Und was ist in mir, was vielleicht ein Red Flag sieht und statt ich drehe mich um und fahre in die andere Richtung, so ist ein Anteil, ja, wir haben alle Anteile, ist auch wichtig für mich als Therapeut zu erklären, wir sind komplexer als Menschen und wir haben unterschiedliche Anteile. Und manchmal Anteile können auch widersprechen. Und eine gute Therapie kann auch sein, manche Anteile, die vielleicht zu klein sind, ein bisschen mehr Raum zu geben und andere Anteile, die vielleicht ein bisschen selbstdestruktiv sind, ein bisschen weniger Raum zu geben. Und es klingt so für mich, oder ich habe die Fantasie, dass es ein Anteil ist, der eigentlich spürt, nee. Aber es gibt einen Anteil, der glaubt, nee, oh, geil. Und quasi so reinfahren und ja, ähnlich ist so die Drama und ähnlich ist die Emotionalität und es kann auch eine Art Sucht sein manchmal. Und du bist nicht alleine damit. Also das kenne ich auch von Ich anderen komm Klienten. aus Lateinamerika. The drama ist programmiert. Ja, und das Ding ist auch zu verstehen, ich finde auch ein wichtiger Schritt ist, auch die Verantwortung zu übernehmen. Ja, es gibt einen Anteil in mir, der vielleicht auch danach sucht. Und gleichzeitig, welche Anteil möchte ich mehr Raum geben? Und auch zu verstehen, dass wenn ich diese Anteil so viel Raum gebe und diese Anteil quasi am Steuer sitzt, auch zu verstehen, es werde auch Konsequenzen kommen. Und damit muss ich leben. Also ich bin kein Opfer in dem Sinne, weil klar, man kann natürlich auch Opfer sein, aber oft ist es so, dass man bleibt in Situationen, die einem nicht gut tun. Und wenn eine bewusste Entscheidung da ist, zu bleiben, klar, manchmal, ich möchte es nicht kleinreden, manchmal man wird manipuliert oder man kann nicht raus, aber
es ist auch eine Entscheidung, dort zu bleiben. Und eine gesunde Entscheidung kann auch sein, hey, nee, Red Flag, ich suche nach der grünen Flags, weil das ist eigentlich, was ich wirklich will. Was will ich wirklich für mich? Was wünsche ich mir wirklich? Was auf eine Art von Beziehung? Ja, im Endeffekt, wenn man bleibt, akzeptiert man ja auch den Menschen so, wie er ist. Und dann denkt sich der Mensch, naja, die Alte hat mehrmals Schluss gemacht, ist immer wieder da geblieben, dann machen wir weiter so, weil wieso soll ich mich verändern? Ja. Die bleibt doch eh bei mir. Ja. Genau, und manchmal auch Nein zu sagen, so ist auch eine Art, ist ein Zeichen für die Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Und wenn ich an meinem Selbstwert arbeiten möchte, dann manche Red Flags ernst zu nehmen, stärkt auch mein Selbstwert. Weil quasi, was macht das mit meinem Selbstwertgefühl, wenn ich eigentlich spüre, etwas passt mir nicht oder es wird für mich nicht gut tun, nicht ungesund, und ich gehe trotzdem rein. Und deswegen, an Selbstwert zu arbeiten, kann man auch durch tägliche Entscheidungen. Ja, 100%. Im Endeffekt, es ist auch interessant, halt von einer neutralen Person darüber zu reden, weil ich glaube, wenn man sich mit Freundinnen unterhält, ist es immer schwierig. Ich glaube, Freunde oder Familie können Dinge von außerhalb ganz anders sehen oder wissen oft, okay, passt diese Person für dich oder nicht, aber die sind halt gefühlsmäßig nicht involviert. Ich habe Gott sei Dank tolle Freundinnen, die immer gesagt haben, so, hey, ich sehe das so und so, aber es sind deine Gefühle, es ist deine Beziehung, du musst dich entscheiden. Und im Endeffekt muss man selber, es muss selber Klick machen und dass man sagt, okay, ich gehe aus der Situation raus. Aber ja, ich frage mich halt manchmal, wieso ich mich so einfach einlullen lasse oder wieso ich diesen, weil in der Beziehung ist ja so, also ich bin halt ein sehr flatterhafter Mensch, ich will mal da leben, dann will ich das machen, dann will ich jenes machen und am besten alles gleichzeitig. Und der hat so ein Ziel und ich wünsche mir irgendwie einen Partner, der mich so ein bisschen befestigt und irgendwie ein Ziel hat und mich irgendwie mit in der Hand nimmt und sagt, okay, let's go, wir machen jetzt so. Und du musst dich ein bisschen sammeln und nicht mehr so und so und so, sondern mal eine Struktur. Und er hat es ja oder er macht es ja. Aber bis zu einem bestimmten Punkt, ich habe das Gefühl, wenn wir nicht zusammen sind, dann ist der nett und gibt sich Mühe und macht und tut und verspricht mir halt die Welt und wir werden so machen und jenes. Und klar, es geht ja nicht von heute auf morgen. Ein Mensch kann ja nicht gemacht sein und gebaut sein oder sein Business oder alles haben, ne? Aber es ist etwas, was ich schon seit langem höre. Und dann denkt man sich so, ist das dann ernst gemeint? Oder ist es mir um... Wir Frauen lieben halt etwas zu hören und da haben wir die Vorstellung und die Vorstellung ist total toll, aber dann passiert halt nicht viel. Und im Endeffekt dann, wenn man die Beziehung ja versucht hat, kamen immer wieder diese Streitigkeiten oder Punkte, wo er selber nicht merkt, dass, klar, ich kann auch das Problem sein, jeder kann das Problem mal sein oder mal nicht sein, aber wenn ich irgendwie... Keine Ahnung, als Beispiel. Er ist gerade gestresst, er kommuniziert das nicht und ich denke wieder, okay, er schreibt bestimmt mit einer anderen Alte, weil ich das kenne von meiner Vergangenheit. Und ich gehe dann zu meinem Partner und sage, du, ich habe das und das Gefühl, mir geht's schlecht damit, weil ich gerade die Aufmerksamkeit nicht bekomme oder du mich ignorierst. Und anstatt, dass der Partner sagt, du, ich bin gerade gestresst, weil ich XYZ zu tun habe und deswegen bin ich gerade ein bisschen abwesend und deswegen nicht da, explodiert es. Ja, baba, wieso denkst du so und wieso bist du so und immer so stresst du und dann hat man immer das Gefühl, okay, ich versuche offen zu sein, Dinge offen zu kommunizieren, aber man klatscht halt gegen eine Wand und ich weiß, dass diese Dinge sich halt, ich kann mir vorstellen, vielleicht ändert sich der Mensch immer mal, aber halt nicht so schnell. Und es kommt auch darauf an, wie alt die Person ist. Dann ist man meistens irgendwie ganz anders gefestigt, als wenn man noch irgendwie ein Jugendlicher ist. Aber er hat das von seiner Familie auch vorgelebt gehabt, dass die Eltern
sich auch verstritten haben, etc. Und die sind aber bis heute noch zusammen. Also die haben sich nie getrennt. Von der Kultur her ist es so, egal was man durchmacht, man bleibt zusammen und trennt sich nicht. Ich kenne das halt anders. Meine Eltern haben sich getrennt. Es hat nicht mehr funktioniert. Und meine Mutter hat gesagt, ich möchte es halt nicht mehr. Also bin ich halt ein Trennungskind, aber ich war ja relativ auch älter da. Da war ich schon 21 und genau wo meine Mutter sich getrennt hat, habe ich mich auch getrennt. Bedeutet, ich habe es irgendwie verstanden. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich da so lange geblieben bin, weil ich immer, ja, irgendwie vergesse diese schlechte Dinge. Ich denke immer so, ja, okay, aber er sagt so und es wird doch besser und bestimmt ändert er sich. Und ich habe schon so viele Jahre immer daran geglaubt, aber ich merke, es wird halt nicht. Und jetzt ist die Trennung auch nicht so lange her im Endeffekt, aber der Mensch ist ja irgendwie noch präsent. Und ich komme jetzt momentan an einen Punkt, wo ich mir denke, so, okay, er hat diese Dinge jetzt überwunden, also bestimmte Sachen überwunden oder bestimmte Sachen geschafft, damit es bei ihm vorangeht. Wird er die andere Dinge ändern oder nicht ändern? Und in meinem Kopf dreht sich das die ganze Zeit und ich denke mir so, wenn ich diesen Menschen verlasse, jetzt wieder Dating und das ganze Welt da draußen mit so viele Leute, die mittlerweile so viele Issues haben, ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Ah, es ist einfach nicht so einfach. Und dann frage ich mich, wieso ziehe ich immer so eine Leute halt an? Wie du sagst, ja, wahrscheinlich wegen dem Drama oder weil ich mir denke, ja, okay, da ist es ein bisschen spicy, obwohl ich eigentlich keinen Bock habe darauf. Ich will endlich mal ankommen und irgendwie was Ruhiges haben. Ja, und wahrscheinlich da ist auch ein Anteil, der das will, aber es gibt auch einen Anteil, der das nicht will. Und vielleicht wäre es auch interessant, wirklich ganz viel Raum zu diesem Anteil zu geben, der wirklich diese Dramasucht, und zu schauen, ja, was will dieser Anteil eigentlich? Vielleicht geht es darum, um Lebendigkeit. Vielleicht geht es darum, weil meine Eltern sich so oft gestritten haben und dann ich habe gelernt, Liebe heißt Streit. Oder vielleicht weil es gibt auch einen Begriff, das heißt, nennt man passive Bindungsangst. Das heißt, eigentlich, weil hinter Bindungsangst ist auch diese Angst vor dem Schmerz, wenn ich verlassen werde. Und deswegen behalte ich die Nähe. Und wenn man sich für emotional unverfügbare Menschen in sie verliebt, dann entsteht keine echte Möglichkeit für echte Kontakt, für echte Bindung, die schmerzhaft sein kann. Das heißt, es könnte auch eine Art Abwehrmechanismus, also indem ich gar nicht, also wenn jemand wirklich verfügbar ist, mich wirklich ernst meint, es kann wirklich ernst werden, dann finde ich Gründe, warum es nicht passt. Weil da ist Gefahr. Und die Gefahr ist, da wird die Bindung, die echte Bindung, wird dann, wirkt dann auch dann als Gefahr. Weil mit der echten Bindung, je enger die Bindung ist, desto größer der Schmerz, wenn eine Trennung kommt. Kann man sowas auch unbewusst machen? Eigentlich wünsche ich mir eine Bindung, eigentlich wünsche ich mir eine Beziehung. Und ich versuche mich ja auch jedes Mal so offen wie möglich zu sein. Aber kann es sein, dass es auch unbewusst passiert? Ja, auf jeden Fall. Und man sagt, dass 90% von was in uns passiert oder unsere Entscheidungen im Leben kommen oft aus dem Unbewusstsein. Und deswegen, ich bin so ein großer Fan von innere Arbeit und Selbsterfahrung, weil was oft passiert bei so einer Arbeit, dass oft Inhalte aus dem Unbewusstsein werden bewusst und dann kann man sie auch verändern. Aber wenn sie im Unbewusstsein sind, dann haben sie den Einfluss über mich, aber es ist wie so, es ist im Schatten. Und was im Schatten ist, sieht man gar nicht. Und wenn es auf die Oberfläche kommt, vielleicht tut das weh, aber es kommt ins Licht und dann kann es auch verarbeitet werden und transformiert werden. Und wie macht man Zum Beispiel sowas? unterschiedlich. Also wir machen auch solche Arbeit, zum Beispiel auf unsere Retreats machen wir auch Reisen mit Klänge, die veränderte Bewusstseinszustände ermöglichen, innere Kindreisen, Atemtechniken,
in Beziehungen, mit engen Beziehungen kann es auch wirklich, mit therapeutischen Beziehungen kann es auch wirklich dann auftauchen. Das sind so Beispiele. Das sind die Sachen, die also uns geholfen haben. Also ich habe auch vorher an Bindungsangst gelitten und Anna an Verlustangst. Und mittlerweile sind wir jetzt fast 6 Jahre zusammen und auf jeden Fall wir sind committed zueinander. Und das ist auch, aber wir beide kennen auch diese Themen und wir haben auch lange, also ich bin jetzt auch fast 41 und habe lange an mir selbst auch gearbeitet, damit ich an dem Punkt dann bin. Also es braucht einfach wirklich Energie zu investieren, auch in diese, nicht, also ich finde, das ist ganz wichtig, der Fokus mehr vom Außen nach innen. Stimmen vom Außen, der Mann sagt das. Was sagt meine innere Stimme? Kommen Sachen vom Außen? Nein, was ist in mir? Weil ich glaube schon, wie du selbst gesagt hast, wir ziehen auch diese Menschen an. Unbewusst. Und deswegen, was ist das in mir? Welcher Anteil zieht in mir diese unverfügbaren Männer an? Und nicht immer, okay, ich scrolle weiter und hoffe, dass irgendwann kommt die Person, die mich rettet. Nein, nur du kannst dich selbst retten. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, Therapie, Selbsterfahrung mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da ist auch ganz viel Heilungspotenzial und Potenzial, Muster zu verändern. Ja, zu 100%. Und wie gesagt, an Selbstwert zu arbeiten. Ja. Ich glaube, jeder Mensch braucht Therapie. Also egal, ob Mann oder Frau. Ja. In der ganzen Gesellschaft brauchen alle Therapie. Jeder hat so sein Päckchen mitzutragen oder seine Geschichte oder etwas. Mhm. Oft ist es ja auch aus der Kindheit, was man gar nicht so bewusst, also einem so bewusst ist. Weil auch Leute, die eine ganz normale Kindheit hatten oder denken, die hatten eine glückliche Kindheit, es ist immer etwas passiert, was man dann verdrängt hat, was es macht, dass du diesen oder diesen Verhalten hast, ne? Voll. Und ich glaube auch generell, ich habe seitdem diese ganze Revolution gab und dann auch quasi beide Eltern arbeiten und dann das Kind relativ früh zu Hause bleibt oder schon in einem Kita mit, also ich wurde zum Beispiel mit 5 Monaten schon alleine gelassen, also mit einer Nanny oder 4 Monate. Und ich finde, diese Erfahrungen, ich glaube, sind traumatisch für ein Kind und mittlerweile sind auch sehr häufig, aber ja, sie haben auch Einflüsse auf uns dann später, dann auch als Erwachsene. Ja, Laura, also wie geht es dir gerade? Vielleicht kannst du nochmal für dich nochmal reflektieren, was nimmst du für dich mit? Was nehme ich für mich mit? Dass ich auch ein Narzisstin sein kann? Nein. Also ich muss sagen, es ist ein wichtiger Erkenntnis. Also wir haben alle narzisstische Anteile. Wirklich. Es ist sehr normal, narzisstische Anteile zu haben. Die Frage ist, wie groß sie sind. Aber es ist auch wichtig, hier zu sagen, ja, ich habe auch narzisstische Anteile. Und erst dann, wenn ich dazu stehe, kann ich auch daran arbeiten. Und dann kann ich lernen, mit Komplimente und mit Kritik umzugehen. Zu sagen, nee, egal was es ist, Kompliment, Kritik, das kommt vom Außen. Wichtig, was ich glaube. Ich muss nicht alles glauben, was vom Außen kommt. Aber ja, sorry, ich wollte nur kurz das... Nee, also ich wollte sowieso mich damit auseinandersetzen und Therapie machen. Also ich habe als Kind damals auch Therapie gemacht, aber daran kann ich mich nicht so gut erinnern. Auch wegen meiner damaligen Schulzeit. Das Einzige, was ich mich daran erinnern kann von meiner damaligen Therapie, ist, dass ich Chucky die Mörderpuppe gucken wollte und ich meine Therapeutin gefragt habe, ob ich das darf und sie meinte ja und deswegen durfte ich das auch gucken. Aber ich finde es halt super wichtig, auch sich mit den Themen auseinanderzusetzen und ich glaube, eine Therapie dauert ja auch lange, weil klar, ich nehme schon was mit und ich weiß, habe da so ein bisschen mehr Klarheit in das Bild von mir oder von meinen Beziehungen. Aber man braucht da schon irgendwie eine Stütze oder jemanden, damit man diese Sachen verarbeitet. Ich glaube, alleine kann man sich lange damit beschäftigen, aber es ist schon wichtig, irgendwie von außen jemanden zu haben, der einen so ein bisschen lenken kann, der sich auch mit der Materie auskennt. Ja.
Ja, und das hat mich auch sehr berührt, was du geteilt hast, also auch aus deiner Kindheit, mit deinen Eltern, in der Schule. Und ich finde es sehr wertvoll, dass du sowas auch teilst und dieser Kampf mit dem Gewicht und mit dem Selbstwertgefühl. Ich glaube, das kennt also wirklich fast jeder, glaube ich, in unserer Gesellschaft heute. Und ich finde es so wertvoll, dass du ja, darüber auch offen sprichst. Ja, ich glaube, wenn man sich Profile bei Social Media anguckt, dann denkt man so, ach, dieser Mensch hat das und das erreicht oder dieser Mensch kann es nicht gut, also schlecht gehen. Und man kennt ja den Menschen halt nicht von innen. Und ich glaube, viele Menschen, die auch manchmal bestimmte Sachen zeigen oder sich in eine bestimmte Art und Weise präsentieren oder verhalten, liegt ja alles zurück, was in der Vergangenheit passiert ist oder was die durchlebt haben, ne? Ja, und es ist auch oft so, dass wir vergleichen unsere Innenwelt, wie es uns im Innen geht, mit dem äußeren Welt von der anderen Person, was wir wahrnehmen. Aber wir wissen nie, was wirklich bei der Person steht, hinter dem Profil, hinter diesem Lächeln, hinter dem allem. Weil es gibt so viele Menschen, die psychische Probleme haben und an sich wusste man es gar nicht oder die sprechen nicht darüber. Und ja, deswegen, ich finde es auch so wertvoll, das auch zu normalisieren, dass ja, wir Ja. haben alle auch Schwierigkeiten und Issues und schön, dass wir uns damit auch öffnen. Und ja, deswegen bin ich dir Dafür auch, sind wir ja nur Menschen. ja, deswegen bin ich auch sehr dankbar für deine Offenheit und für dein Vertrauen, dass du dich hier so zeigst. Und ja, ich hoffe, dass du auch für dich etwas wirklich auch mitnehmen kannst. Auf jeden Ja. Fall. Ich hoffe, ich kann damit auch andere inspirieren, Therapie zu machen. Ja, super, Laura. Dann ich danke dir und ich bin sicher, dass auch unsere Zuschauer, Zuhörer uns die auch dankbar sind. Und ja, vielleicht sieht man sich, wir sind auch noch in Berlin und ja, ich wünsche dir alles Gute mit dir und mit deinem kleinen Laura, mit dem inneren Kind, Mädchen Laura und in Beziehungen und wenn du was brauchst, du kannst dich auch gerne immer melden. Sehr gerne. Ich danke dir auch für deine Zeit und für den ganzen Input. Sehr gerne. Dann mach's gut. Ciao. Ciao. Wie schön, dass du bis zum Ende geblieben bist. Vielleicht magst du etwas Laura nochmal hier schreiben. Sie hat sich geöffnet. Vielleicht magst du etwas von dir teilen. Was nimmst du aus dem Video? Hast du irgendwelche Fragen? Schreib sie gerne hier in den Kommentaren. Und wenn das Video dir gefallen hat, dann like es gerne. Und wenn du keine weiteren Videos von uns verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal und drücke auf diese Glocke, damit du keine Videos mehr von uns verpasst. Vielleicht sehen wir uns in der Nähe von Berlin, in Brandenburg, für Commit to Love, einen Raum für Heilung, für deine Beziehungen, von deinen Mustern, deine Beziehungsmuster, von deinem Bindungsmuster, eine sichere Bindung zu verkörpern, mit dem Körper zu arbeiten. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dich auch dort persönlich zu sehen und mach's gut. Schön, dass es dich gibt und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.